Ich bin Dieter Bröers, Biophysiker und erforsche seit über 30 Jahren die Zusammenhänge zwischen dem Bewusstsein und elektromagnetischen Feldern, speziell den Sonnenaktivitäten. Und hier auf dem Nil denke ich über die Ereignisse nach, die gerade mit uns geschehen, Veränderungen, die eintreten, die eingetreten sind. Ich nehme hier auf dem Nil, auf dem Schiff, einen Abgleich vor zwischen dem, was ich als Naturwissenschaftler gelernt habe, was die neuesten Ergebnisse ausmacht, und dem, was ich hervorgehoben habe in meinen Büchern und in dem Film Solar Revolution, der Veränderung, die zu einem Bewusstseinswandel führen wird. Als ich diesen Film Matrix das erste Mal im Kino sah, habe ich ihn sicherlich anders wahrgenommen als die meisten Zuschauer. Das heißt, das Maß der Matrix, wie im Film dargestellt, konnte ich in einem bestimmten Maße objektivieren. Dass einen sogenannten freien Willen, der ja außerhalb der Matrix, so wie im Film dargestellt, möglich ist, kaum von uns genutzt wird. Wir denken zwar, dass dies und jenes unsere Entscheidung ist, dass unser Wille diese oder jene Sache entschieden hätte. Meistens ist das eine Illusion. Um das Ganze überhaupt zu verstehen, ist es wichtig, zumindest hilfreich, wenn man sich vorstellt, dass der Mensch, so wie er ist, nicht nur in einem vierdimensionalen Raum eingebunden ist, den wir kennen, die Länge, Breite und Höhe, drei Dimensionen. Dann gibt es noch die Dimension der Zeit dazwischen, der sogenannte Minkowski-Raum. Dass das nicht ausreicht, um das gesamte Sein eines Menschen zu beschreiben, dürfte uns allen klar sein. Und tatsächlich gibt es Arbeiten, solide Arbeiten aus der Physik heraus, von zwei Physikern, die völlig getrennt voneinander über fast 50 Jahre erforscht haben, dass der Mensch in einem 8- respektive 12-dimensionalen Raum eingebunden ist, nicht nur in 4. Und in diesen, bleiben wir mal bei den Arbeiten von Burkhard Heim, 12-dimensionalen Raum, sind die körperlichen, die energetischen, die informatorischen und die geistigen Dimensionen vereint und nicht voneinander getrennt. Und das ist auch wichtig und erforderlich, wenn man den Mensch in seiner Ganzheitlichkeit und den Kosmos in seiner Ganzheitlichkeit beschreiben möchte. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit diesem Modell von Burkhard Heim und bin zu den Ergebnissen gekommen, unter anderem zum Ergebnis gekommen, dass das, was gerade passiert, etwas sein wird, was ich als Transformation bezeichne in einem anderen Bewusstseinszustand. Dass der Verstandesapparat sich in eine andere Ebene versetzen wird. Eine andere Art des Wahrnehmens wird erfolgen als nächster Evolutionsschritt. Unser evolutionärer Prozess ist ja nicht abgeschlossen mit dem, was wir hier gerade sind und vorfinden. Wir sind erwachsen aus verschiedenen Phasen, Evolutionsschritten, und ganz offensichtlich steht der nächste Evolutionsschritt unmittelbar bevor. Eine einzelne Punktmutation, also eine kleine Stelle der DNA. 3 Milliarden Basenpaare machen unser Genom aus. Eine kleine Änderung genügt und sie verlieren die Fähigkeit zu sprechen. In einem ganz erheblichen Maße wird das Bewusstsein, überhaupt unsere gesamte Psyche, von ganz bestimmten elektromagnetischen Feldern bestimmt, die unser Gehirn selber generiert, unsere Neuronen generieren und wir entsprechende Gefühle oder Bilder, sprich Gedanken dazu haben. Das wissen wir aus der Gehirnforschung. Relativ neu ist jedoch, dass ähnliche Frequenzen, die eben nicht nur von den körpereigenen Zellen generiert werden, sondern auch von der Sonne, aus dem gesamten Kosmos auf uns einwirken können, an bestimmten Tagen das auch wirklich tun und dann eben zu den entsprechenden Veränderungen führen.
Stellen Sie sich einmal das große Ereignis vor, was auch immer es gewesen sein mag, als alle Kulturen mehr oder weniger zur gleichen Zeit begannen, Sprache zu verwenden. Das passierte wegen einer Punktmutation, die sich durch unsere gesamte Spezies gezogen hat. Was könnte der Auslöser dafür gewesen sein? Es muss etwas gewesen sein, das uns alle miteinander verbindet, dem alle menschlichen Wesen ausgesetzt gewesen sein müssen. Und das ist das Erdmagnetfeld. Wenn ich nun diesen zwölfdimensionalen Raum nehme, den Burkhard Heim errechnet hat, um das Ganze zu deuten, komme ich zur Schlussfolgerung, dass sich das, was wir als den Aspekt der Seele bezeichnet haben, dass es den wirklich gibt. Dass es nicht nur den Geist gibt als den Beobachter dessen, was da existiert, sondern noch eine übergelegte Ebene gibt, die aber zu uns gehört. Und die bisher wenig in Erscheinung getreten ist, jedenfalls nicht bewusst. Und dass sich das verschieben wird. Aus einer Veränderung des bisher Verstandes gedeuteten Denkens und der Wahrnehmung des Verstandes in eine erweiterte, die vom höheren Selbst geführt wird. Es ist recht schwierig, wenn man den Formalismus nicht genau kennt. Wenn man das nicht nachrechnen kann, bleibt es irgendwie sehr philosophisch und sehr theoretisch. Da aber diese Dinge mit dieser Mathematik eindeutig hier geleitet werden können, bewiesen werden können, die sind und die passieren werden, erleichtert es natürlich, wenn ich sage, das Ergebnis wird sein oder ist im Grunde genommen, weil wir uns inmitten dieses Prozesses befinden, dass eine Wahrnehmung aus dem höheren Selbst heraus erfolgen wird. Dass unser Verstandesdenken sich in eine andere Ebene zurückziehen wird und sozusagen die Dominanz, die Regie mehr dem höheren Selbst übergeeignet wird. Und das in einem Zustand des Naturgemäßen. Da ist kein Zwang dabei, da ist auch der Wille nicht mehr erforderlich. In dem Motto, wie will ich das auch anstellen, den Willen sozusagen oder meinen Verstand in eine andere Ebene zu stellen, das ist recht schwierig. Das höhere Selbst wird in Erscheinung treten, eingeleitet durch die kosmischen Veränderungen, die gerade passieren, die wir messen können, die in dem Film Solar Revolution eindeutig zum Ausdruck gebracht werden. Und wenn ich die einzelnen Fachbereiche hervorhebe, vorgehoben habe in diesem Film, einzelne Fachleute zu ihren entsprechenden Fachbereichen zu Wort kommen lassen, so sieht im Grunde genommen jeder aus seinem Bereich das, was gerade passiert, diese Transformation, als anstehend. Wir stehen mitten davor. Ich sage heute, nachdem es den Film schon etwas über ein Jahr gibt, er ist aktueller als jemals zuvor. Ja, wir befinden uns inmitten eines Wandlungsprozesses, einer Transformation, eines Erwachens, was sozusagen an den Ausstieg aus der Matrix gleichkommt. Und eine Bewusstseinserweiterung als solche, als dass wir noch etwas anderes wahrnehmen als das, was wir bisher wahrgenommen haben, lässt eindeutig darauf schließen, dass zunehmend dieser Prozess der Erkenntnis dazu führen wird, dass wir, was einem Erwachen gleichkommt, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind, unsere wahre Natur erkennen. Der Verstand wird mehr oder weniger in eine Situation hineingeführt, teilweise sogar hineingezwungen, wo er zum Loslassen geführt wird. Loslassen im Sinne von, ich gebe Raum dem, was immer ist, einer anderen Stimme. Dadurch, dass unser Gehirn in immer leichteren, und unser Verstandes- und Denkapparat in immer leichteren Funktionen übergeht, der Verstand zunehmend mehr zur Ruhe kommt, kommt die Sprache des Herzens ans Licht. Zugegeben, das klingt sehr merkwürdig, geradezu esoterisch, wenn man von der Sprache des Herzens spricht. Die Sprache des Gehirns, unseres Verstandesgehirns im Kopf liegt zwischen 0,5 und meinetwegen 80 Hertz.
in elektromagnetischen Impulsen ausgedrückt, als Basis des Denkapparates des Gehirns und des Herzens liegt sie zwischen 0,5 und 2 Hertz. Eine sehr ruhige Frequenz. Die liegen weit auseinander. Aber miteinander in Einklang gebracht, ergeben sie etwas ganz Neues. Wenn der Verstand zusammen kooperiert mit dem Selbst, was sozusagen die Örtlichkeit im Herzen hat, so wie ich das mal zuordnen möchte, dann erwächst sich daraus ein völlig neuer Mensch und eine völlig neue Wahrnehmung. Sozusagen das Selbst, was immer da sein wurde oder da ist und da sein wird, eine völlig neue Erfahrung macht. Die Erfahrung, die weitaus mehr ist, als das Selbst bisher mit dem Ego gemacht hat. Indem er sich für etwas Besonderes hielt, für etwas Einzigartiges hielt, für etwas vor allen Dingen Getrenntes hielt vom großen Ganzen. Thank you.